He's got the best bike in the world now. Gonna save you from her? Also ich gehe stark davon aus, dass sie die einflochen wird, aber was mit der Weißen passiert. Er trifft da sogar noch die richtige Seite von richtig, der Eins. Richtig. Allerdings hat er wirklich nicht mehr den Winkel und die nötige Geschwindigkeit gehabt, da auf Stellung zu kommen. Sagt jetzt die 2 hier quasi an das Eckloch, an dem er steht, an. Und wahnsinnig toll. Ja. Vor allem war der absolut offensiv gespielt, den wenn er verschießt, hat er keinerlei Möglichkeit irgendwo, dass noch ein Safe liegen bleiben kann. Also ist viel los in Sindelfingen, eben die 3. Und jetzt sind wir gespannt, was sich Efren Rees für diesen Ball jetzt einstellen lässt. Ich glaube nicht, dass es humorlos diagonal rechts oder links ins Eckloch geht. Ja, where? Giorgio fragt auch. Ja, wohin denn? Eine Bande Ecke. Und
An der Zeit sein, dass Efren sich auch hier auf dem Scoreboard verewigt. Zumindest mit dem ersten Spiel. Da streckt er die Zunge raus. Das lief doch ein bisschen glücklich für ihn schon wieder. I'm lucky. I'm lucky. Aber dieses eine Mal lucky gönnen wir ihm natürlich gerne. Und wir hoffen, dass er hier das 1:3 macht. Oh, hier. Artistisch vom Efren. Also da kam er offensichtlich hier anders hin und hat sich dann einfach dazu entschieden, so einen kleinen Massé-Stoß einzubauen. Ganz gut wieder. 6:0 ist absolut berechtigt. Der Efren agiert quasi fehlerlos und der Earl findet überhaupt nicht in sein Spiel. Und ja, wenn jetzt hier der Efren eine schöne Save auf die 2 spielt, was man im Normalfall erwarten kann, dann muss der Earl hier schon um sein Leben auf dem Halbverbande spielen. Der kann da... Oh. Wow! Wow! Was für ein Fehlschlag! Guckt ihr das mal an! Unglaublich! Wir wechseln wieder das Spiel. Es wird wieder 10 Ball gespielt. Die meisten von euch im Stream werden das schon kennen. Das Multiball-System, hier ein bisschen verkürzt auf ein Spiel pro Disziplin. Zwei Kopf rechts. Was hat er von vor? Einmal diagonal. Natürlich, aber der kommt. Natürlich kommt er. Was denke ich denn da? Was denke ich denn da? Natürlich kommt er. Ja, auch im Stream kommt jetzt die Nachfrage, wer das sei. Das ist Maximilian Grund an der Seite von Ralf Seke, ein junger Mann aus dem Sächsischen, der an Krebs erkrankt ist. Ich habe vorhin mal kurz ins Navi geguckt, wir fahren ungefähr 5 Stunden, also 450 Kilometer sind es ungefähr. Wir sind da ganz schön unterwegs, dadurch, dass der Stopp in Bremen recht kurzfristig noch zugesagt hatte, mussten wir einmal in den Süden, dann wieder zurück in den Norden. Also wir sind gestern von Freiberg in Sachsen, das liegt bei Dresden, angereist. Jetzt sind wir heute hier in Bremen und wie gesagt, morgen geht es dann zurück in den Süden nach Bingen, also sind doch ganz schön unterwegs. Inzwischen haben wir knapp 3000 Kilometer gefahren zusammen. Ja, ist für die beiden mit Sicherheit auch bei aller Liebe und Freude, die sie noch zum Spiel haben. Sehr, sehr passend, dass an der Stelle auch genau dieser Ball gerade kam, wo ich die Liebe zum Spiel erwähnt habe. Ja, aber bei allem Enthusiasmus ist das für die beiden mit Sicherheit.
Wunderbarer Ball von Bustamante. Über die kurze Flande. Man vielleicht mal ein Fachbuch liest, amerikanisch-englische Literatur halt darüber, dann kommt es halt vor. Deswegen kam ich noch nie auf die Frage, warum Englisch eigentlich Englisch heißt. Die andere Erklärung hier von einem Chat-Teilnehmer ist auch ziemlich plausibel, weil Engländer bekannt sind für übermäßigen Alkoholkonsum und dadurch auch einen entsprechenden Seitendruck bekommen. Ich finde, das klingt noch viel mehr plausibel, meine Erklärung. Da war The Magician. Boah, Alter. Unglaublich, wie der über Vorwände spielen kann, oder? Ja. Das ist doch... Das ist dieses Gefühl vor allen Dingen, dass er das sofort umstellen kann, von einem Tisch auf den anderen. Ein paar Stöße reichen ihm und er weiß, wie der Tisch tickt. Ja, ja, also frisch bezogen. Wann wurde der aufgebaut? Dienstag, glaube ich, der Tisch. Dementsprechend Bandenverhalten natürlich auch noch ein bisschen anders. Und ne, Wahnsinn. Das ist... Ja, und die Frage, warum heißt Oma Oma? Ja, da muss ich passen. Ich hab dich, Ralf, ich hab dich. Oh. Alter. Hat aber wieder was ausgepackt hier. Ja, zwei.